Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunlock Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Lego City Undercover. Ich drücke hier auf Fortsetzen. Und wir haben direkt Kapitel 2 abgeschlossen. Ah, ich werde angerufen, okay. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Wie beim Zirkus. Zirkus-Clowns! Ist das Ding an? Let's go! Ach stopp, Taxi! Ah! So, hier ist irgendwo eine Straßensperre angeblich. Ah, hier ist so ein Kreis. Kontrollpunkt abgeschlossen. Aha. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Entschuldigen Sie, Ma'am, aber ich brauche Ihren Wagen. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du... Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Ja, jetzt muss ich immer hier die ganze Arbeit tun. Na gut, dann machen wir das mal, ne? Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen, soll es dein Schaden nicht sein. Ah ja, okay, dann reparieren wir die kurz. Zack, wenn das im echten Leben so schnell gehen würde, ist geil. Das war's. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Ja, ja. So, ich habe übrigens heute Geburtstag, ne? Also für euch ist es praktisch schon vorbei, ein aber für mich nicht. Großartig! Der Imbiss ist gerettet! Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog?
Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Superbau, Ziel erreicht. Okay. Aha, ich muss jetzt hier den Stein wahrscheinlich suchen. Da ist er. Zack. So. Bauen, ja. Boah, das ist echt cool. Wieder laufen. Super Bauten. Boah. Goldene Steine, 1 von 150. Gut, dann holen wir uns doch mal hier das Auto, ne? Du kannst von hier aus Fahrzeuge anfordern, die du in Lego City verwenden kannst. Ja, ich habe aktuell ja eh nur den hier. Wähle ein Fahrzeug aus und drücke dann A, um es anzufordern. Kann sogar einfach die Farbe wechseln, okay. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen, das ist dir doch klar, oder? Ja, aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. Wow. Gut, let's go. Let's go, let's go. So, fahren wir jetzt mal dahin, um uns anscheinend einen Wurfhaken irgendwie zu holen. Ich kann ja eigentlich voll geil driften. So. Sagt, da sind wir. Sir, mein Name ist Chase. Ellie hatte mich angekündigt. Ja, das hat sie. Freut mich, Chase. Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit, aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm mir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau, ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ein paar Verbrecher schnappen. Klar, viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Okay. Ja. Jetzt muss ich erstmal wieder ins Auto. Ne, wo ist mein Auto? Jetzt ist mein Auto weg. Egal. Nehme ich halt den hier. Ah, da ist er.
Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Okay, let's go. So. Warum ist dieses Auto so lahm? Wieder dran mit Absehen. So. An wie weit müssen wir denn fahren bis dahin? Ey, das ist ja schon wieder so weit. Kurz ein neues Auto. So. Und weiter geht's. Oh, fahr doch mal weg hier. Go. Boah, wie das aussieht, wenn man Boost macht, ey. So, wir sind gleich da. Meine Schuld. Wo kommen die denn her? Ne, das frage ich mich auch. Oh, ich bin falsch reingefahren. Egal. Mann, jetzt lass mich hier drauf. So. Scanne vom Dach von Jennings. Das bin ich, okay. Okay, jetzt muss ich anscheinend. So. Aha. Aua. So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Na, was suche ich denn nochmal? Ah, hier oben. Ab euch. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Lecker Krankenhausverpflegung.
Okay. Mein Telefon! Ich hab... Oh, es ist in meiner Tasche. Boah. Ich hätte nicht die komplette Donutbox hier futtern sollen. Das wird ein langer Tag. Muss ich hier lang? Nee. Ja doch. Da ist das. Ah, ich habe das gerade gar nicht gesehen. Okay. Dann gucken wir doch mal, was da jetzt los ist. Keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Oh, französische Papageien! Ah ja. Puh. Ich war auch schon mal fetter. Ich kipp gleich um. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Ja, dann suche ich doch mal. Jagt die Räuber auf dem Dach, auf den Dächern. Aua. Wuhu! Diese Wurfhakenkanone ist super. Wuhu! Okay, jetzt ist mir ein bisschen schlecht. So. Nutze L, um dich am blauen um. Achso, ja, habe ich ja schon. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Mach hier erstmal alles kaputt. Naja, das Zeug sah eh geschmacklos aus. Ah. Oh! Ja, okay. Hey, hier unten ist ein Korb. Alle Mann abhauen! Na. Die Diebe werden mir nicht entkommen. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Drei, ja. Wo soll ich jetzt hin? Wow, wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Ich auch nicht. Beachtet mich gar nicht. Das wären dann zwei. Gut, jetzt habe ich zwei von vier. Und dieses Video geht schon 20 Minuten. Und da ist Nummer drei. Bleibt nur noch der Anführer. Ach, jetzt haut der ab. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Ja. Hui! Au. Ach Mann, Junge, das ist doch nicht mit Absicht. Jetzt, so.
Ruh dich auf einer Plattform aus, wenn deine Ausdauer zum Neige ist. Okay. Bis dann, Cobb! Hier kommst du nicht rüber! Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Benutze deinen Wurfkram. Und immer noch... Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für Sie vor Ort, Conrad Peters von dem Kanal K Nachrichten. Junge. Fährt der jetzt hoch oder was? Ach, komm schon, gib endlich auf! Na, ich glaube, der gibt nicht so leicht auf. Sich nur per Telefon. Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Er ist im Albatros-Gefängnis. Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. George? George, Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Okay, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dort drauf joinen würdet.